Los Angeles, zweitgrößte Stadt der Vereinigten Staaten, auch als Stadt der Engel bekannt. Dort, wo sich die Sternchen am roten Teppich der Öffentlichkeit präsentieren und sich für Fotografen aus aller Welt ins beste Licht rücken, finden wir die gebürtige St. Pöltnerin Ina Alice Kopp. Vor 6 Jahren ist die heute 33-Jährige mit Sack und Pack von Wien an den Hollywood Boulevard gezogen. Und das war anfangs alles andere als einfach. Es gibt hier so viele Hürden, die man überwinden muss, um erstmal hier sein zu dürfen und arbeitsfähig sein zu dürfen. Das unterschätzen viele Schauspieler in Europa, die mich dann ganz oft kontaktieren und sagen, ich möchte unbedingt mal nach Hollywood kommen und da mein Glück versuchen. Was kannst du mir raten? Und dann habe ich normalerweise so eine ganz lange Liste von Dingen, die ich anderen einfach weitergeben möchte, weil ich persönlich, mir persönlich nie jemand diese Dinge gesagt hat, bevor ich hierher kam. Und ich habe das dann so wirklich Schritt für Schritt sozusagen rausfinden und jedes einzelne Problem bewältigen müssen. Und das ist ganz schön zach, wie man in Österreich sagt. Die Mühen aber haben sich mehr als gelohnt. Denn die junge Schauspielerin kann jetzt bereits auf eine steile Karriere zurückblicken. 2012 wurde sie mit dem chinesischen Emmy ausgezeichnet, spielte in der amerikanischen Fernsehserie Glee und füllt jetzt gerade die amerikanischen Kinosäle und begeistert ihr Publikum mit ihrem schauspielerischen Talent. Außerdem habe ich einen anderen Film abgedreht, in dem ich die weibliche Hauptrolle spiele, der heißt Big Gay Love. Der ist jetzt gerade, nachdem er sehr erfolgreich vor ausverkauften Häusern in diversen Filmfestivals prämiert hat, hatte der auch sozusagen Kinopremiere hier in Kalifornien. Das ist erst gerade einen Monat her. Er läuft also noch in den Kinos. Vom Glitz und Glamour will die bodenständige Singlefrau aber nichts wissen. Wenn ihr der Trubel mal zu viel wird, dann zieht sie sich an einen, ganz besonders ruhigen Ort zurück. Wir sind hier am Hollywood Forever Cemetery. Das klingt jetzt sehr makaber, weil es ist natürlich, wie der Name sagt, ein Friedhof. Vielleicht ist das auch meine makabre Wiener Seele, die sie hier besonders schön findet. Das Besondere hier ist, dass es einer der wenigen sozusagen naturbelassenen Plätze oder Parks der Stadt ist. Die junge Niederösterreicherin schlägt sich wacker in der Millionenmetropole. Was ihr allerdings oft fehlt, ist ihre Heimatstadt. Am meisten fehlt mir natürlich die Familie, die dort geblieben ist und mit der ich fast täglich Kontakt habe und die sich auch erweitert. Und mit dem Neuzuwachs, das fehlt mir schon, dass ich da nicht immer dabei sein kann und immer sozusagen meinen kleinen Neffen aufwachsen sehen kann. Und so. Ina Alice Kopp, ein österreichischer Star in der Filmweltstadt Los Angeles, von der wir künftig sicherlich noch so einiges zu sehen bekommen.